está. Bitte verschon mich. Nein, bitte. Gnade, tu mir nicht. Nein, bitte. Gnade, tu mir nicht. Schone mich! Au! Ich reiß dir den Kopf ab! Tom. Frank, der Dawn schickt mich. Und du weißt warum.
Ich weiß warum. Ich weiß. Was ist nur aus dir geworden? Ich dachte, du wärst mein Freund. Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas passieren würde. Warum zum Teufel hast du das getan? Tom, ich konnte nicht so weitermachen. Zu viele Männer sind in der letzten Zeit gestorben. Ich halte das nicht mehr aus. Früher war der Don ein anderer Mensch. Vielleicht werde ich einfach zu alt. Tom, das hier ist ein Krieg und ich will nicht mehr kämpfen. Ich habe ein Kind und ich dachte, ich fände endlich ein wenig Frieden. Hättest du das nicht auch anders machen können? Du hättest uns nicht ausliefern müssen. Sie wollten mich haben und ich musste aufgeben. Die haben meine Frau und meine Tochter, Tom. Und wenn ich ihnen die Bücher nicht gebe, töten sie sie. Früher haben wir solche Dinge wie Männer erledigt. Du, Sam und Paulie, ihr würdet sie schon rausholen. Aber das Risiko ist diesmal zu groß. Ich will sie nicht verlieren, Tom. Ich kann ohne sie nicht leben. Sie sagen, wenn ich tue, was sie wollen, lassen sie sie frei und schicken uns nach Europa, wo wir neu beginnen können. Bullen? Die Bullen erpressen dich und wollen deine Familie töten? Seit Paulie und du diesen jungen Billy getötet habt, arbeiten die Bullen und Morello Hand in Hand. Der Stadtrat, der Vater des Jungen, hat sein Amt nur dank Morello. Morello wollte mich zum Reden bringen und die Polizei würde dann den Don erledigen. Dann hätten beide Seiten erreicht, was sie wollten. Ich schätze, die Situation hat sich etwas geändert. Wo sind die Bücher, Frank? Ich habe sie nicht, Tom. Du hast sie ihnen bereits gegeben? Nein, nein, Tom. Ich sage dir, wo sie sind, wenn du meine Frau und meine Tochter zurückbringst. Wir sollten hier am Flughafen warten, also müssen sie sie hier in der Nähe festhalten. Töte mich danach, wenn du willst. Sorge nur dafür, dass sie lebend die Stadt verlassen. Gut, aber du musst mir zuerst diese Bücher zurückgeben, Frank. Sorry, aber die sind für den Fall, dass du lügst. Schicken Sie schnell Hilfe. Wir haben Schüsse gehört und sind deshalb drinnen geblieben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das sind wohl Gangster. Ja, gut. Aber beeilen Sie sich. Bist du Franks Frau? Oh, du willst uns retten. Ich bin dir so dankbar. Wo ist Frank? Er ist hier. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Sie sind unversehrt, Frank. Komm mit. Ich hatte Alice. Gott sei Dank geht es dir gut. Mein Schatz. Danke, Tom. Sie haben mir Flugtickets versprochen, wenn ich Ihnen die Bücher geben würde. Diese Tickets müssen hier irgendwo sein. Kannst du versuchen, sie zu finden? Okay, das mache ich, Frank. Wartet hier auf mich. Frank, ich hoffe, du planst keine linke Tour.